Sarah Schmidt ist für uns in Washington. Beginnen wir mit dem Zeitpunkt dieses TV-Duells. Gewählt wird ja erst Anfang November, jetzt haben wir Ende Juni. Warum ausgerechnet jetzt dieses TV-Duell? Die beiden Kandidaten hatten argumentiert, dass sie möglichst schnell ihre Botschaft unter die Menschen bringen wollen. Es ist ja so, dass beide noch nicht offiziell nominiert sind. Das passiert erst in diesem Sommer. Trotzdem ist relativ klar, dass es wieder auf dieses Duell Trump gegen Biden hinauslaufen wird. Und da war ihre Argumentation, wir möchten das jetzt schon machen. Wir möchten jetzt wissen, die Menschen jetzt wissen lassen, worauf sie sich einlassen. Aber es ist tatsächlich das allererste Mal, dass eine TV-Debatte so früh übertragen wird. Eigentlich verschiebt sich das immer eher Richtung Herbst, September, Oktober, dieses Mal eben schon jetzt im Juni. Fernduelle liefern sich Biden und Trump ja ohnehin schon regelmäßig. Jetzt stehen aber beide erstmals seit Jahren auf einer Bühne nebeneinander. Wie und wo haben sich Biden und Trump auf dieses TV-Duell vorbereitet? Joe Biden hat sich auf dem Landsitz der US-Präsidenten auf dieses TV-Duell vorbereitet in Camp David, etwa 1,5 Stunden Fahrtzeit von hier. Und er hat sich sehr viel Zeit dafür genommen. Er ist seit Donnerstag letzter Woche dort, also hat jetzt eine Woche die Kampagne. Seine Wahlkampagne ist natürlich weitergelaufen. Da war dann seine Vizepräsidentin unterwegs, Kamala Harris, und seine Frau. Und Joe Biden hat sich sehr zurückgezogen, um sich akribisch darauf vorzubereiten. US-Medien berichten, dass er das Duell durchgespielt haben soll und dass einer seiner Berater die Rolle von Donald Trump übernommen haben soll. Trump hat sich nicht ganz so sehr zurückgezogen. Er war am Samstag noch unterwegs und hat einen Kampagnenauftritt gehabt. Aber natürlich auch er wird sich darauf vorbereiten, wie er heute Joe Biden gegenübertritt. Dann sprechen wir über die Themen Migration und Wirtschaft. Auf diese Themen setzt ja Trump vor allem. Mit welchen Angriffen ist da zu rechnen gegen Biden? Und auf welche Themen setzt US-Präsident Biden? Ja, einen kleinen Einblick hat man heute bekommen. Die Kampagne von Donald Trump hat zwei Werbespots veröffentlicht und in einem geht es eben um das Thema Wirtschaft. Diese Werbespots, die sollen heute während der Debatte übertragen werden und da werden die Leute sehr direkt angesprochen von Donald Trumps Wahlkampfteam und gefragt. Egal, wie ihr diese Debatte gesehen habt, aber überlegt euch mal, was hat denn Joe Biden für euch getan, was die Wirtschaft angeht? Migration ist schon sehr lange ein Thema. Da wirft Donald Trump Joe Biden vor, er sei viel zu lasch, was die Grenze zu Mexiko angeht. Und das verfängt bei seinen Wählern auch. Joe Biden dagegen, wird Donald Trump vor allem mit dem Thema Abtreibung konfrontieren und Demokratie. Das macht er schon die ganze Zeit in seinem Wahlkampf, dass er Donald Trump eben als Bedrohung für die US-Demokratie darstellt und dass er sagt, es war noch nie so wichtig zu wählen und eben Donald Trump zu verhindern. Und ein weiteres Thema wird das Alter der Kandidaten sein. Das ist ja auch schon lange hier während den Kampagnen ein großes Thema. Und auch da hat die Kampagne von Donald Trump einen Werbespot veröffentlicht, wo sie sich darüber lustig machen, wie Joe Biden zum Beispiel die Treppe der Air Force One hochstolpert oder das Gleichgewicht mit seinem Fahrrad verliert. Und sie dann im Prinzip sagen, naja, glaubt ihr wirklich, dass so jemand, der so holprig, das ist die Botschaft dieses Werbespots unterwegs ist, wirklich noch fit ist, US-Präsident zu sein? Ja, Sarah, wo Trump auftritt, da wird es eben auch mal unsachlich und persönlich. Sprich, die Themen könnten wohl mitunter zweitrangig werden. Mit was für einem Tonfall rechnen die politischen Beobachter bei dem TV-Duell? Es dürfte schon ein scharfer Tonfall werden. Das zeigen eben auch jetzt diese Werbeclips, die vorab veröffentlicht worden sind. Aber im Vergleich zu den Debatten im letzten Wahlkampf, wo die beiden sich ja auch schon gegenüberstanden, werden sie sich nicht mehr so ins Wort fallen lassen. Damals ist Donald Trump Joe Biden ja immer wieder ins Wort gefallen, bis Joe Biden dann irgendwann frei übersetzt gesagt hat, kannst du jetzt endlich mal die Klappe halten? Und das wird dieses Mal nicht so einfach passieren können, denn beide Kandidaten haben immer 2 Minuten Redezeit, dann 1 Minute Zeit, dass man jeweils aufeinander reagieren kann. Und während einer spricht, wird dem anderen das Mikrofon ausgeschaltet. Der TV-Zuschauer kann dann zwar sehen, dass der eine dem anderen vielleicht ins Wort fällt, aber das Mikro wird aus sein und man wird nur so ein ganz kleines Flüstern wahrnehmen können. Und insofern kann das nicht so ein direkter Schlagabtausch werden wie bei der Debatte 2020. Worauf wird es denn voraussichtlich bei diesem TV-Duell ankommen, um es zu gewinnen?
Vor allem wird es darauf ankommen, keine groben Fehler zu machen. Ich glaube, für Joe Biden ist es sehr wichtig, eben auszustrahlen, dass er fit genug ist, weil dieses Thema Alter einfach auch für die Wähler ein sehr großes ist. Und ansonsten eben darauf, möglichst gut durch dieses Duell zu kommen und keine Fehler zu machen, die einem im Wahlkampf immer wieder vorgeworfen werden können. Dadurch, dass das Duell aber jetzt so früh ist, könnte das ein Vorteil sein, falls einem der Kandidaten ein solcher Patzer passiert. Denn bis zur Wahl vergeht noch so viel Zeit, dass bis dahin solche Patzer dann möglicherweise beim Wähler schon wieder vergessen sind. Los geht es um 3 Uhr heute Nacht unserer Zeit. Sprechen wir noch kurz über die Regeln. Wie sehen die aus? Genau, es ist eine insgesamt 90-minütige Debatte. Die beiden Kandidaten werden an Podien stehen. Die sind etwa 2,5 Meter voneinander entfernt. Und dann wird es genauso sein, wie ich eben gesagt habe. 2 Minuten Redezeit, 1 Minute Zeit für den jeweiligen Gegner, dann eben auf das zu reagieren, was passiert ist. Und die Kandidaten werden mit Lichtern vorgewarnt. Also sie haben grünes Licht, solange die 2 Minuten laufen. Bei 15 Sekunden Restzeit wird ein gelbes Licht erscheinen. Und wenn dann 5 Sekunden übrig sind, wird ein rotes Licht blinken. Und dann müssen sie wirklich zum Ende kommen. Ansonsten wird ihnen das Mikro zugezogen und man hört sie dann nicht mehr. Und über das TV-Duell berichten wir morgen ausführlich hier bei Tagesschau 24. Sarah Schmidt in Washington. Vielen Dank für diese Informationen.